You can't pass! Also ich muss das jetzt gerade kurz fassen, weil wir in 5 Minuten schon mit unseren Leuten das Treffen haben. Passt auf. Okay. Wir wollen heute die Asservatenkammer machen. Wir brauchen euch nicht zwingend, aber wir würden euch gerne in gewisse Dinge einbinden. Andere Dinge, natürlich nicht aktiv daran beteiligt. Einfach auch, um mal zu sehen, wie ihr arbeitet. Okay. Es stehen natürlich mehrere Dinge zur Debatte, die möglich wären, wie wir euch einbeziehen könnten. Es gäbe einmal die Option, dass ihr vor uns quasi ein 1099, das heißt Zugriff aller Polizisten, weil ein Polizist entführt wird, vornehmt und somit die Ablenkung, also die Aufmerksamkeit von uns runternehmt. Oder aber ihr holt uns ab, oder aber ihr holt uns raus, oder aber. Da sind wir gerade noch am Checken. Ah, okay. Das heißt, du stellst gerade eh noch den Plan auf. Richtig. Der Plan wird gerade aufgestellt und dann sagst du mir gleich Bescheid, genau. Wie du dir das am besten vorgestellt hast. Ah? Genau. Okay, no problemo. Ich meine, das mit der Polizei kriegen wir auch natürlich locker hin. Was mir nur etwas Sorge bereitet, sind die Kennzeichen. Warum machst du die nicht ab? Einfach weg damit, gib den Zauber. Ach, okay. Sieh, perfekto, dann mach ich die ab. Machst du beim Verkehrsamt am besten, dann kannst du die da hinterlegen, weißt du? Si, okay, perfekt. Musst du mit dem Typen links mal reden, über das Auto. Manchmal nimmt er die, dann passt er auf die auf, dann brauchst du dir keine neuen kaufen, weißt du? Red mal mit dem. Okay, mach ich, alles klar. Aber das muss der machen, dem das Auto gehört. Der Schlüssel reicht nicht. Okay. Ja, dann würde ich mich nochmal melden, wenn ich mehr weiß, in den nächsten 10, 15, 20 perfekto. Minuten. Perfekto, alles klar, okay. Perfekt, bis gleich. Adios, hasta luego. Sollte mal einer sich bewegen hier, bewegt das mal alle ein bisschen. Gut. Nicht 10, aber nicht viel später. Nee, nicht viel später. Spätestens 11, ne? Ja, 11, 12. Okay, kann ich jetzt nicht ändern, Digga. Es stimmt wirklich. Candle wurde gerade vor der Haustür, als sie aus unserer Bude rauskam, von einem Typen mit einem schwarzen, komplett schwarzen Flag auf einer schwarz-weißen Sanchez abgestochen, Alter. Was? Yes. Ja, die ist 5 Meter aus dem Haus und hat dann einen Stich bekommen und ja. Irgendwas gesagt? Nee, hat sie nicht mitbekommen, weil sie gerade rauskam. Den suchen wir, Alter. Auf einer Sanchez? Sanchez, schwarz-weißes Sanchez. Komplett schwarz. Wieso? Was ist 8, Digga? Weißt du, wer das ist? Nee, ich kann es mir denken. Wer denn? Schon die Ex-Broker-Fotzen oder so. Ja, aber die sind doch alle ausgereist. Sind die schon weg? Ja. Die Hut ist jetzt besetzt also von denen, die gegenüber gewohnt haben. Von den Haslern, die nur 3 Karren da reinstellen. Komplett weg, bis auf Crizzle. Crizzle ist der Einzige mit Easy zusammen, der neu hier ist. Achso, ich dachte, das wären die früher. Okay. Sanchez schwarz-weiß. Schwärmt mal kurz aus und guckt, ob ihr das findet. Und wir treffen uns hier wieder um. Warte mal, wie viel Uhr ist heute Meditation? Aber kann mir jemand was zum Trinken geben? Ja, 21:25 Uhr, glaube ich. Ja, um 21:25 Uhr treffen wir uns hier wieder und fangen an, den Plan zu machen, okay? Nochmal in die Runde im Super Diamond ist Essen und Trinken für euch drauf. Und seht zu, dass die restlichen rankommen. PG 92 heiße ich. Schau mal, Alter. Alter, hör mal, jetzt hat er gefragt. Ich hör, Alter. Ja, hallo. Hey, Hamza. Ich hör, Alter, ich bin gerade im Boot, Alter. Wir haben hier Polizei, Alter. Oh, geil. Ja. Sprich mal mit Frank wieder dran. Sagst du Chantal, dass die Fotze sich nicht zeigen soll, Alter? Okay, sag ich ihr. Danke, die Alter. Fotze. Peace. Peace, Mann. Ja, Polizei, Mann, yo. Ey, Alter! Hörst du mich, Alter? Alter. Ich? Ja, ich höre dich. Laut und deutlich. Bist du Polizei, Alter? Ja. Oh shit, Mann. Schau mal. Bulle. Alter. Ja. Schau, Alter. Ihr Bullen seid scheiße, Alter. Oh, kann ich mal kurz pissen? Aber du wirkst gar nicht scheiße, ja, Alter. Ja, piss dich. Yo, man, what the... Ich höre, wie kannst du telefonieren ohne Mast, Knast, Schnast, Decker? Haha, Decker. Ich höre, er telefoniert doch wohl mitten auf dem Wasser, Fest, Alter. Ich höre mit Satellit, Alter. mit Satellit, Alter. Guck mal, irgendwo ein Stern, Satellit, Alter. Mann, wenn ich telefoniere. Ich höre, Decker, ein neues Satellit, Alter. Hier ist kein Mast, Zast, Kast, Digga. Ich höre, Alter. Jetzt doch mal was.
Digga, das ist echt komisch, ja, Alter. Wie macht der das, Digga, Alter? Kannst du deine dumme Fresse halten? Ich frag mich immer, wie du machst, Digga. Digga, ich knall dich gleich ab und dann liegst du hier. Hey, Scher, mach mal jetzt nicht den, Alter. Ich fick dich, du weißt das, Digga. Ja, ich hatte was mit deiner Cousine, Alter. Halt dein dummes Maul. Ja, ich hatte was mit deiner Cousine, Alter. Ist die Wahrheit, Digga. Deine Fresse halten. Ja, Scher, ich hab mit dir. Mach, was du willst, Digga. Alter. Ich fick auch deine Schwester, wenn ich will, Alter. Halt deine dumme Fresse, ja. Ja, halt du deine Schnauze, Alter. Das ist von mir, Bulle, Alter. Ich bin Rapper aus Berlin, Alter. Halt dein dummes Maulblöff. Ich höre, Alter. Hast deinen scheiß Cousin, mehr nicht. Und? Warum ich nicht voll? Ich kann auch so rappen wie der, Alter. Ja, wei. Ich höre, soll ich zeigen, Alter? Nee. Ich höre, ich kann so rappen wie der. Ja, komm wieder an. Ich höre, guck. Ja, ich höre, Alter. Pass auf. Yeah, ah. Yeah. Mehmet Wedding, ah. Ich höre, Alter. Yo, man. Yeah. Represent. Aha. Yeah, Alter. Schickedim, Alter. Yeah, hier kommt Mehmet, Alter. Wedding. 65, Alter. Yeah. Ich bin der Mehmet, ich komme aus Wedding. Ich male ein Tag an dein Haus mit nem Edding. Und danach fick ich deine Mutter zu Hause. Ich hab es drauf, brauch niemals ne Pause. Ich bin der Mehmet und ich ess keinen Döner. Ich brauch ihn nicht, denn ich bin 10-mal schöner als deine Frau, dein Haus und was du sonst noch hast. Ich mach dich platt hier in Wedding 65, du Spast. Ja, ich bin Berliner und ich ficke dich. Ich brauch keinen Körperstich, nein, ins Gesicht. Und dann liegst du am Boden, bist am Bluten. Da könnt ich auch keine Leute mehr suchen. Keiner kann dich finden, du bist AD. Ich häng in Los Santos und ziehe den Schnee. Du bist ne Bluff und der Bolle muss gehen. In die Asservatenkammer was zum Mitnehmen. Ah, Berlin 65. Ich bin der King und meine Waffe, die ist heiß. Ich bin einfach der Krasse. Los Santos Brokers, die Krassen. Ich bleib bei Berliner. Und ficke die Gina. Dabei fick ich noch die Tanja und Angela. Scheißegal, denn mein Verhalten ist angebracht. War doch gut, Alter. Ey, Bruder, das war ein richtig fetter. Ich höre, Alter. Hab ich wochenlang geschrieben, Alter. Wedding 65, Motherfucker. Yeah, yeah, Wedding represent. Ich höre, Alter. Hi. Ich höre, ihr seid ja schon hier, Alter. Ja, klar, Alter. Ich hab grad meine Wohnung verloren, Alter. Nee. Alter, ich hab noch 20 Dollar auf dem Konto. In meiner das Bude. Ging gerade so hin. Ey, in meiner Bude waren einfach Limited-Dollar, waren MacBook, nein. Notebook, da war alles. Nein. Warum? Ey, warum lebt ihr immer so im Limit? Warum habt ihr nicht einfach mal 1000 oder 2000 Dollar auf dem Konto als Konto? Oh, Entschuldigung, reicher Mann. Weil ich gar kein Einkommen hab, gar keins. Ich ja, dann sag doch auch nicht. Aber dann sag doch was. Nö. Könnt ihr doch Geld geben. Ich geb dir doch Geld dann, Alter, jeder. Ich bin so am Arsch, das fuckt mich jetzt richtig. Aber Scheiße. Aber die schmeißen doch nicht meine Sachen weg. Doch. Doch, ich denk schon. Ja, will ich die aus dem Müll einmal wieder rausholen. Nee, die nehmen das mit und entsorgen das irgendwo anders. Müllplatz. Ja, gut. Ey, Papa, Alter. Ja, let's start. Sind das alle? Mach dir keine Sorgen, ich kann immer noch im Traum verhelfen. Stimmt, kommen noch mehr? Tex und Mimi sind, ja. Ey, Jos, halt deine Fresse. Die dürfen nicht mit reinkommen. Wieso nicht? Weil wir jetzt reingehen in die JVA. Und warum dürfen die nicht mit rein? Weil die beide Sachen zu verlieren haben, die dumm zu verlieren wären. Und ich nicht? Nee. Okay. Du verlierst, du kannst dein Gewerbe nicht verlieren, weil du kriminell bist, du Idiot. Ja, wurde mir so gesagt. Nein, ist Bullshit. Hallo, wenn du kriminelle Sachen, wenn du da erwischt wirst, wie du eine Leiche zerkleinerst, dann verlierst du das, ja. Soll ich meine Knarre wegtun? Nein, wieso? Nee, war nur eine Frage. Wir brauchen alle eine, es geht richtig los jetzt. Okay, geil. Ja, wir müssen jetzt kurz noch warten. Am besten um 10 nach fahren wir, damit die Zeit haben. Ist das andere Auto wieder da, Alter? Der Sultan, ich glaube, das ist hier reingefahren. Der ist Tankendicker. Ja, der ist gerade wieder gekommen, Mann. Ich schirm, wo bleibt der? Er ist hinter uns, ruft den an. Ich höre, nein, die kommen nicht, Dicker. Ja, was ist los, Dicker? Da sind sie doch. Ich bin noch mittendrin, Dicker. Ich kann es dir nicht sagen, Dicker. Ich hab neben mir Polizeimann, Dicker. Sag ihm erst. Okay. Ich ruf jemand anders an, Dicker. Komm, JVA, Dicker. Wir nehmen Hops jetzt, Dicker. Ehrlich jetzt? Ja, ich höre. Ich
muss mir. Lenny würde mich mitnehmen. Wo ist der? Ja. Ich weiß nicht, Alter, aber er hat angeboten. Ich glaube, die haben Platz frei. Ein Auto ist hinter uns, Decker. Da musst du selber hinkommen. Wir sind schon auf dem Weg. Mach ich, Bruder. Ich laufe wie Usain Bolt. Ja, okay. Also Motorrad. Hau rein, Decker. Nimm Motorrad. Warte, tschüss. Ciao. Ey, jetzt so ein bisschen Haze, Mann, und ich wär frei. Ich hab leider nichts mit dabei mehr, sorry. Ey, Mann, lass mal später safe kiffen. Safe. Ja, hallo. Safe. Ja, was? Nicht mal aus. Jo, wir fahren jetzt los. Jo, alles klar. Jo, wir fahren jetzt los, Alter. Tja, Alter. Jo. Ey, Dicker. Arthur. Na bitte. Musst du aussteigen, wenn du das Tor aufmachst, das erste? Nee, Dicker, oder? Nee, nicht direkt. Okay, cool, Dicker. Und nah genug ranfahren, dass ich Dings aktivieren kann. Dann fahren wir da jetzt rein und du machst das Tor auf, wir fahren durch. Ja. Wir gehen rein zum Lager und du räumst uns das Lager leer. Okay. Tja, das wird lustig, Alter. Kann aber echt nicht sagen, was da drin ist, ne? Also, jo, ey, Shed, du kannst nichts dafür, du bist komplett kooperativ, Decker. Ja, Mann. Du bist sympathisch, Decker. Da standen Bullen. Wo standen Bullen, Decker? An der Grenze, ja. Yellow Check. Ja, schnell, Decker, schnell, Decker. Tja. Lass auf, Alter, damit die anderen auch rein können, Alter. Lass auf, Decker. Jo, man. Ja, Mann, mehr sogar. Druck, beeil dich bitte. Los jetzt. Tja, deck draußen, Alter. Deck draußen. Alles Waffen, Munition, hier rein. Rein, wurde gefunkt. Habt ihr alles, Alter? Jo. Komm, Alter. Ich habe die haben vorne auch so ein JVAler. Die haben vorne einen JVAler, Digga. Der hat die einfach ausgesperrt, Bruder. Jetzt wird's gefährlich. Da ist die Straße. Ich, Digga. Willst du die Tasche loswerden, Dicker? Nee, ja, jemand auf Motorrad geben wäre vielleicht ganz gut. Würde ich auch machen, Dicker. Nein, wir können jetzt nicht anhalten, wir müssen den Zeit-Dings nutzen. Den Vorsprung. Ja, Mann, die Wollen sind alle am Bier, Dicker. Das war echt eine richtig gute Idee, Bro.
Welcher Art du richtig korrekt von dir, Dicker. Ja, Alter? Im Neon sitzt noch eine Bullengeise jetzt. Ja, lass die raus, wenn ihr sicher seid, Alter. Ja, okay, alles gut. Wir lassen unseren auch raus, wenn alles sicher ist. Wir sind alles durch. Gut. Jo, du stellst jetzt hier aus und läufst hier fahren zu deinem Kollegen. Arthur. Hau rein, Arthur. Alter, endlich kann ich wie normal reden. Oh mein Gott, ey. Wenn jetzt hier vorne komplett zu ist, sind wir gefickt. Ja, ist dann so, Pech. Wir haben 50 Max ungefähr. Geil. Fahren jetzt auf dann hat sich sehr toll gelohnt, Digga. Fahren jetzt in die Stadt rein. Wir müssen die unbedingt loswerden. Ja. Das war top. Ja, ich hab die. Sag bitte, das war eine gute Idee mit der JVA, Frank. Bitte sag das einmal. Sehr gut. Und du hast auch sehr gut mit El Grande geregelt. Wir müssen denen auch irgendwas geben. Wir geben denen 10 Max, würde ich sagen. Mit den zwei Waffen Max. Ja, okay. Weil die wollten eh welche kaufen, weißt du, so, dann brauche ich den nicht verkaufen, schenke ich den. Oh, Digga. Was bringt es mir, wenn ich den Geld gebe, das Geld kommt eh wieder zu uns. Weil wir müssen unbedingt unter, wir müssen um Candle kümmern und so, weißt du, damit wir unsere Fressen sehen. Juppies. Wir müssen halt auf die Theoretisch müssen wir uns nur umziehen und auf die Karre scheißen und dahin fahren. Ja, aber er hat die ganzen Max dabei, die müssen wir vorher einem Motorradfahrer geben. Oder so. Zur Villa. Nein, das will ich jetzt nicht direkt. Wirklich nicht, Bruder. Hast du nicht bei Alis was, wo sonst du das reintun kannst? Sonst gibt's doch einen Motorradfahrer hinter uns. Ja, das will ich echt machen. Motorradfahrer hinter uns geben. Und dann nachher zur Villa fahren kurz, weißt du? Die Villa ist sehr nah am Bier. Danke, Leia. Danke, Chefkoch. Danke sehr. Und 50 Max ist auch wenigstens sinnig. Perfekt. Zieh dich um, Coco. Jo. Oder sollte ich sagen, Jenny? Das ist der einzige Name, der mir auf schnelle Welle eingefallen ist. Jenny! Quick living on dreams. So hießen in Hamburg immer die Nutten vom Dorf, die dann in Hamburg geärgert haben. Jenny? Ja, Jennifer oder Jenny. Kannst du auch richtig hören, wie das ist. Sagst du auch so richtig. Jennifer. Wo ist denn Jennifer, Leute? Jennifer hat wieder viel zu wenig Kunden abgeackert heute. Das ist richtig für den Arsch. Jessie war viel mal besser. Wir sind keine Engel mehr, der Teufel hat uns kalt gemacht. Jeder fühlt sich heute leer und vom Weg weit abgebracht, abgefuckt. Das Leben ist kein Zuckerschlecken, jeder kämpft ums Überleben, um nicht zu verrecken.